Ja, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Einer unserer YouTube-Nutzer hat mich gefragt, was passiert denn bei diesen Glasschiebeanlagen, wenn zu viel Wasser durch die Fugen, die ihr hier hinter mir seht, in die Schiene reinläuft, ob das dann überläuft und eben dann in den Raum eindringt oder ob es da eine bessere Lösung gibt. Und wenn euch das interessiert, dann bleibt dran, denn das werde ich euch jetzt in diesem Video zeigen. Ja, ich stehe heute bei Regen und extremem Sturm hier vor dieser Glasschiebeanlage. Und wenn es jetzt hier stark herregnet und das Wasser an den Scheiben runterläuft, dann kann man sich natürlich berechtigterweise die Frage stellen, wo sammelt sich das Wasser, was passiert, wenn es durch die Fugen reinläuft und wie kann es eben dann nach außen ablaufen. Und da möchte ich euch jetzt einfach mal die Kamera in die Schiene runterhalten und euch ein bisschen zeigen, was da denn im Detail passiert. Also wir sehen jetzt hier, dass die Fuge in dem Fall natürlich offen ist. Und man hört es, glaube ich, auch ganz gut im Hintergrund, dass es hier relativ stark windet und jetzt auch die Scheiben sich stark bewegen. Und natürlich kann hier durch diese Fugen auch ein bisschen Feuchtigkeit durchkommen, gerade wenn natürlich jetzt der Wind das Wasser hier, sage ich mal, reintreibt, ist es nicht ganz ausgeschlossen, dass auch hier zum Teil am Boden manchmal ein bisschen Feuchtigkeit ist, wenn keine Dichtungen drin sind. Aber was passiert jetzt mit dem Wasser, das in die Schiene läuft? Dazu möchte ich euch einmal hier die Kamera möglichst nah in die Schiene halten und ihr seht hier schon, hier steht so ein bisschen Wasser drin, das kann man glaube ich auch ganz gut erkennen. Also da kommt schon ein bisschen Wasser in die Schiene rein, wobei man hier gleich daneben sieht, absolut trocken. Und die Schiene hat circa eine Tiefe von gut 2, 2,5 Zentimetern. Und man sieht hier auch, wenn man jetzt noch mal ein bisschen näher in die Schiene reingeht, und zwar hier sind Entwässerungsöffnungen in jedem Steg. Das heißt also, das Wasser kann hier immer, wenn es sich anstaut, durch diese Entwässerungsöffnung in die nächste Schienenreihe laufen und dann irgendwann nach außen weg. Denn die Schiene selber, die hat eine kleine Neigung nach außen. Wir haben eben auch von dem Belag hier auf der Innenseite zu dem Belag, den wir draußen sehen, einen Versatz von so circa, ja, 2 Zentimetern. Wir machen mal kurz die Tür auf. Zeige euch das jetzt mal. Stehen wir hier wirklich in dieses Sauwetter raus und hier sieht man jetzt auch mal ganz gut nochmal, wie in dieser Schiene das Wasser hier steht und dann aber nach außen sauber ablaufen kann. Und hier vorne, versuche es euch nochmal mit der Kamera zu zeigen, hier vorne seht ihr, sind diese Entwässerungsöffnungen und die sind praktisch an jedem Steg, also auch hier. Also auch hier am nächsten Steg, der jetzt hier beginnt, die sind immer so zurückversetzt. Wenn man hier weiter vorschaut, sieht man hier die einzelnen Stege. Hier der nächste und da vorne wieder einer. Und man kann hier schön erkennen, wie das Wasser durch diese Schräge auch sauber abläuft. Ja, also bin jetzt hier schon ein bisschen nass geworden. Bin jetzt hier schon ein bisschen nass geworden. Auch auf der Kamera sehe ich Feuchtigkeit. Ich hoffe, im Bild ist es dann später nicht so. Also ich glaube, ihr könnt ganz gut erkennen, müsst die Frisur richten. Ich glaube, ihr könnt ganz gut erkennen, dass hier eben kaum was reinkommt. Und jetzt stelle ich mich nochmal hier kurz vor die Schienen, wo praktisch eine Fugendichtung hinten drauf ist. Ich zeige euch das mal. Also hier diese Geschichte. Wenn wir jetzt hier mal runtergehen, hier kann man erkennen, dass tatsächlich durch diesen starken Wind, und hier in diesem Bereich ist so eine kleine Öffnung. Ihr seht die jetzt, glaube ich, genau hier sieht man nach außen. Da ist eine kleine Öffnung und da treibt jetzt der Wind schon ein bisschen Wasser rein. Wenn jetzt hier so durch die Fuge geht und auch ein paar Spritzer hier innen auf dem Boden, aber wirklich überschaubar und denke ich bei dem Wind kein großes Problem. Und wie gesagt, hier volle Wetterseite. Aber hier auch wieder alles trocken, nur im Bereich der Fugen ein bisschen Feuchtigkeit. Und man sieht auch schön, wie die Feuchtigkeit da immer wieder rausläuft. Also kann aus meiner Sicht nichts passieren. Natürlich muss man immer wieder sagen, es gibt Extremsituationen. Die Schiene kann mal zugefrieren oder wenn so ein brutaler Winddruck da ist. Aber ich glaube, heute haben wir fast 120 km/h Sturm und da passiert nichts. Ich glaube, da kann man also guten Gewissens sagen, die Dinger sind weitestgehend dicht. Höchstens mal
Im Winter bei Schnee, weil dieser Schneestaub, der kommt natürlich rein und kann dann, wenn es wärmer wird, im Kaltwintergarten tauen und da entsteht mal eine Pfütze. Das Video habe ich euch auch schon mal gezeigt, wie das ausschaut, wie dicht die Fugen dann praktisch sind und was die Fugendichtung bringt. Dieses Video würde ich euch jetzt hier auf der Seite gleich mal verlinken, dass ihr das anschauen könnt und hoffe, dass euch das ein bisschen weiterbringt, die Frage beantwortet ist und wenn es weitere Fragen gibt, einfach immer an uns schicken. In diesem Fall wünsche ich euch alles Gute und bis bald, euer Matthias Brack.